Ja, das war ein bisschen zu spannend, glaube ich, für meinen Geschmack. Okay, Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir einen Fisch on a Stick und eine Mobstange und einen Kieselstein und einen ödigen Mob und einen Mosaikstein mit Kaugummi. Kaugummi 1, 2, 3 mit Kaugummi. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, was wir tun sollen. Vielleicht. Ich will ja eigentlich nicht. Nein, ich will wirklich nicht. Aber. Ja, gut, wir kommen nicht. Narv. Ein. Mosaik reinigen, haben wir gemacht. Mosaik beleuchten. Okay, Hand auf. Wer fühlt sich jetzt gerade verarscht? Haben wir alle schon gemacht. Ah, das sieht aus wie eine Kerze. Eine sehr unwohl geformte Kerze. Ich schätze mal, dass damit die Zuckerwatte gemeint sein wird. Aber wie kriegen wir die Zuckerwatte jetzt zum Leuchten? Geht, nein! Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Ja? Wenn ich anfange. Ich kann ja mit dem Kieselstein die Lampe agieren. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Wo kriege ich das denn jetzt bitte schön her? Die auch sehr schön wohlgeformt ist. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ach. Was du nicht sagst, kaputtes Mosaik. Nein. Also manchmal ist es wirklich. Ja. Das ist ja schön und gut. Wir haben auch die Möglichkeit, Mosaik zu reparieren, aber. Wie? Und vor allem wann? Wo? Weshalb und wester wegen? Fahrstuhl. Verdammt! Der Putzschrank ist leer. Machen wir das Elend mal wieder zu. Ich könnte ja noch mal gucken, ob... Stimmt. Sie könnten etwas öliger sein. Om nom 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 nom. Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Ja, das weiß ich ja. Das ist ja... Was fällt hier eigentlich... Immer wenn ich nicht gerade... Ich glaube, da ist auch was... Nein, mein Mantel hat schon genug Öl. Ich will gut aussehen. Das lege ich nicht zurück. Es gehört jetzt mir. Das ist eine gute Einstellung. Wir zerstören einfach die Kontrollen, wir schlagen auf sie ein. Das war nicht das Passwort. Dachte ich mir. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Wir haben die Uhr. Ich brauche keine Uhr. Ich erledige eh alles auf den letzten Drücker. Die Befürchtung habe ich auch. Ich könnte vielleicht... Der gute Fisch, den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha! Da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken ab. Süß. Okay. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Mag sein. Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich ihn... Mann! Mosaikscheibe. Nein, mein Mantel hat schon... Ich will gut... Hier ist noch eine freie Stelle. Hier ist noch eine freie... Hier ist noch eine freie Stelle. Was meint er damit? Hier ist noch eine freie Stelle. Ich kann den Mob ja mit nichts... Mit absolut Stimmt. gar nichts kombinieren. Sie könnten etwas öliger sein. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Upsi.
Igitt, nein! Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Kletes aussieht. Das Kopfkissen. Ich bin mittlerweile echt dazu übergegangen, dass ich in jeder kleinsten Äußerung versuche, irgendeinen Sinn zu finden. Irgendwas. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. So, mehr oder weniger. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Ma, das ist durchaus möglich. Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Igitt, nein! Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen? Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Vielleicht würde mir das meine wahrscheinlich... Vielleicht kann ich mit der Mopsstange... Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt... Sehr langsam. Vielleicht kann ich in den Lochweisen rumstochern und bohren. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Aha. Langsam fügt sich das Mosaik... Sehr langsam. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Was zum Geier ist mit dem Kammzahl gemacht? Ich muss viel näher denken. Es sind alles Primzahlen. Primzahlen sind ja Zahlen, die sich nur durch 1 oder sich selber teilen lassen. Vielleicht können wir Goal mit dem Stock... Ich könnte dir ein Mobile bauen, wie mein Vater früher. Aus spitzen Steinen, Scherben und Stacheldraht. Mit sowas Funkelndem über dem Bett will man am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Oh, gibt durchaus Sinn, ja. Hier ist mal was. Goal, ich mach mir Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein bisschen vertragen. Schon besser. Die Frage ist nur, welche Zuckerwatte brauche ich? Jetzt steht er auf Phosphor. Lass uns doch mal ganz kurz am an den Chemieunterricht zurückdenken. Was zum Teufel kann man mit Phosphor anfangen? Nein! Leuchtet Phosphor nicht? Geht nein! Das wird wie wohl das Kopfkissen? Das Auge muss wohl... Vielleicht würde mir das meine... Wahrscheinlich, aber... Aha! Langsam? Sehr lang. War das... Oder war das fluoreszierend, was... Leuchten verursacht. Ich glaube, es war fluoreszierend. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Das ist mir ja schon bewusst. Aber wie kriegen wir diese vermaledeite Zuckerwatte zum... Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Cool. Also, dass das funktioniert, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, dann werden wir mal gucken, dass wir das Loch repariert bekommen. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Okay. Überspringen wollen wir es nicht, verlassen wir es nicht. Wir schauen uns mal die Anleitung an. Bei diesem Mosaik hat irgendwer bereits die gröbste Arbeit erledigt. Die Scheibe ist in Einzelteile zerlegt. Nun bleibt nur noch das vergleichsweise simple Zusammenbauen. Ein Arbeitsschritt, den Rufus normalerweise an weniger kompetente Langweiler delegiert. Als Puzzlemeister weiß Rufus natürlich, dass nur bestimmte Mosaikteile aneinander passen. Was er noch nicht weiß, aber hier erfährt, ist, dass er sie mit der rechten Maustaste drehen kann. Das ist echt interessant. Weil so fügt sich nämlich das Bild zusammen. Okay. Das passt ja nicht. Beim Puzzeln fängt man noch mit dem Rand an. Was lernt man doch. Okay. Hier haben wir eine Ecke. Das wird dir sein. Ja. Ein. Das passt vielleicht. Nee, auch nicht. Ich glaube, das ist das Stück mit dem Kaugummi dran. Das passt doch bestimmt hier rein. Nein, tut es nicht. Aber das passt vielleicht hier rein. Auch nicht. Na nu, aua. Okay, das war bloß geraten. Was ist denn hier mit? Das passt so und so. Das passt da auch nicht. Das? Nein. Warum nicht? Aber das passt auch nicht. Also jetzt wird es doch langsam ein bisschen albern. Oder so. Von mir aus auch so. Dann passt das vielleicht? Nee. Dann nehmen wir halt. Nee, auch nicht. Irgendwas mit einem anliegenden dunklen Dingsbum. Passt das vielleicht? Nee. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie brauche ich irgendwo irgendwas, was oder auch nicht. Das ist jetzt aber auch wirklich ein bisschen schwierig zu erkennen, mal ganz ehrlich. Nee.
Puh. Ist ja aber gut aus. Das könnte vielleicht. Ha! Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba. Oh yeah! Nein, das passt zumindest nicht. Also ich muss sagen, ich habe bisher mit Trail and Error sehr gute Ergebnisse erzielen können. So, mehr oder weniger. Das passt natürlich nicht dorthin. Könnt ihr ja gucken, ob vielleicht. Das ist zu spitz dafür. Das vielleicht. Okay. So auch nicht. Hm. Noch wohl nicht Warzenschwein. Also entweder kommt der hier so dran. Zumindest kann ich mir jetzt gerade nichts anderes vorstellen. Das habe ich glaube ich schon versucht. Das hier schon versucht? Hm. Hm. Aha, das passt ja doch. Na, guck mal einer, schau. Das passt. Das natürlich definitiv nicht. Das ist, glaube ich, zu. Das muss ein bisschen spitzwinkliger sein, nämlich genau so. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass das immer noch nicht passt. Dann nehmen wir doch einfach mal diesen hier. Wieso hat denn das jetzt vorhin nicht gepasst? Ja, mal ganz ehrlich. Dann wird der sicherlich hier rein. Nicht? Ach, wir haben hier auch noch einen. Den habe ich gar komplett übersehen. Also es verschließt sich bisher noch nicht wirklich, was das hier werden soll. Na logisch, da passt er. Wo auch sonst. Jetzt brauchen wir einen von den Flachen. Das müsste dann theoretisch ja der sein. Geht ja nicht anders sonst. Der passt dann sicherlich nicht dort rein. Sondern
glaube ich da zumindest. Schön. Dann wird der hier reinpassen. Der passt dann hier nicht. Der passt dann da. Ah. Nun komm her. Wo soll denn der jetzt reinpassen? Hä? Schauen wir mal, ob der hier reinpasst. Der passt da rein. Dann passt der da rein. Und last but not least muss der... Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Ob das gut geht. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst! Ups. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! Verdammt, das hatte ich befürchtet. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Na, wenigstens den nehmen wir mit. Allerdings auch nicht besser als vorher. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, ein Sicherungskasten. Und eine Taschenlampe. Und ein Sicherungsschalter. Das System rebootet? Ja? Ja? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Okay. Ich werbe nur noch mal einfach, weil ich es kann. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Oh, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl gerade Donnerstag. Okay. Vorher möchte ich nämlich noch alle Mosaike abklappern, weil es mich doch schon sehr interessiert, was wir dabei herausfinden. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Yay.